Ja, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Meinerseits, ich bin's mal wieder, euer Bosiful. Und wir spielen heute, vielleicht könnt ihr es dann schon dieser roten Schrift erkennen. Wenn nicht, dann wird es jetzt spätestens jetzt erkennen. Wir spielen Commander Keen 5 Goodbye Galaxy. Yeah! Ihr habt ja sicherlich schon mal was von Commander Keen auf meinem Kanal gehört. Zumindest Teil 4. Habe ich schon mal gespielt und auch aufgenommen. Und ich habe mir gedacht, jetzt können wir hier auch mal Teil 5 aufnehmen. Und ohne großartig jetzt hier Worte zu verschwenden, beginnen wir ein normales Game. Und wer Teil 4 gesehen hat, der erinnert sich, dass Keen jetzt auf dem Weg zu dieser Armageddon Machine war und wir dort jetzt hier aufräumen wollen. So, ja, hier sind wir jetzt auf dieser Armageddon-Maschine und die nehmen wir jetzt Stück für Stück auseinander und wir fangen an mit dem ersten Level. Ich werde die Folgen auch wieder levelweise machen. Und wir beginnen mit dem Ion Ventilation System. Ziemlich coole Musik hier auch wieder. Die wird aber im Spielverlauf noch cooler. So, da haben wir gerade auch mal ein paar viele Punkte abgesahnt. Hier können wir. Also das Level. Das erste Level hier ist im Großen und Ganzen einfach bloß ein ziemlich großes Absahnen von Punkten. So. Da haben wir auch noch mal ein paar Süßigkeiten. Wie aus Teil 4 ja schon bekannt ist, dass Commander Keen Billy Blaze Süßigkeiten mag. Und deshalb finden wir hier auch massig Süßigkeiten. So, natürlich ist mir dabei der gute alte Pogo Stick. Diese rosa Teile hier tun uns nicht wirklich weh, die können uns aber verschieben. Ähnlich wie diese roten Bälle aus dem vierten Teil. Die anderen, die wir vorhin gesehen haben, diese schönen Typen hier mit den Blitzen zwischen den Antennen, die können uns sehr wohl Schaden zufügen. Und die sollten wir auch immer dann, wenn wir die begegnen, abknallen. Den Grund haben wir gerade gesehen, dass die dann sich so gerne mal beschleunigen und dann angestürmt kommen. Manchmal flackert das hier auch so bei Commander Keen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja, müsst ihr quasi mit leben. So, da ist der Kollege. Gehen wir nochmal ein Stück zurück und dann kriegt er auch eine vom Kopf. So, dann nehmen wir noch die letzten Süßigkeiten-Happen mit. Ob wir das hinkriegen, ohne zu sterben. Diese Feuerräder sind da nämlich ziemlich tödlich. Ja, das sieht gut aus. Deshalb ziemlich vorsichtig hier springen. Das haben wir ja wunderbar gemeistert. Und jetzt geht's hier weiter nach oben. So, da ist noch so ein Kollege. Zack. Und jetzt hier sehen wir auch schon mal eine neue Animation von Keen. Diese coole Surf-Position, in die er sich da begeben hat. So, wir gehen langsam weiter, immer mit der Knarre im Anschlag. Man weiß nämlich nie, was hier einem hinter der Bildschirmecke lauert. So, da haben wir mehr als genug eingesammelt. Und jetzt können wir hier oben noch den Kollegen erschießen. Und hier haben wir noch ein paar Tropfen. Diese Tropfen aus Teil 4 gibt es nicht mehr, sondern werden jetzt mit diesen kleinen halbleeren Flaschen hier gekennzeichnet. Und hier befindet sich schon die erste tückische Stelle mit dieser Knarre hier, die von oben da zu uns runter guckt. Da liegt zwar ein bisschen Munition, aber ich möchte jetzt hier kein Risiko eingehen. Deshalb gehen wir jetzt auf eine dieser schwebenden Plattformen hier und lassen uns dort hin befördern, auf diese Kante hier. Schade um die Munition, aber ich möchte das Risiko wirklich nicht eingehen, denn hier stirbt man echt sehr, sehr schnell. Und ist das ganze schöne Level meist versaut. Das möchte ich ja nicht unbedingt. So, diese Plattform bringt uns da quasi auf die obere Ebene. Hier können wir noch ein bisschen was einsammeln, wenn wir möchten. Machen wir das auch mal. Bringt Punkte und vielleicht ein extra Leben noch. Gucken wir mal, wann wir das nächste extra Leben bekommen. Bei 200.000 Punkten. Wir haben ja, 12.000. Sorry, bei 20.000 meinte ich. Und wir haben 12.000. Das sind nicht mehr allzu viele. Den Knabe hier haben wir nochmal fertig gemacht. Und es geht jetzt raus.
Das war's auch schon mit dem ersten Level von Commander Keen 5. Wir sehen uns. Bis dann.